approach the safe area using one of the designated checkpoints. Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr habt es selber gesehen. Ich denke mal, ich muss das nicht weiter kommentieren. Ich bin sehr überrascht, wie viele Leute The Division 1 wieder zocken angefangen haben. Es gibt viele neue Spieler, es gibt aber auch viele Veteranen, die mit anscheinend neuen Charakteren immer weiterspielen. Und deswegen habe ich mir gedacht, müssen wir auf jeden Fall den wöchentlichen Händler-Reset für The Division 1 wieder ins Programm nehmen. Das mache ich hiermit. Ich mache eine neue Playlist, die nennt sich The Division Händler Reloaded. Und das hier ist der erste Teil vom 19. Januar 2020. Fangen wir gleich an. Wir gehen ins Safehouse Autumn's Hope, hier auf der Karte markiert. Und auch hier, ja, sehr viel los. Und das zieht sich eigentlich durch jedes Safehouse, in das ich heute gekommen bin. Sehr, sehr schön. So, aber zum Angebot. Und zwar ist mir hier sofort was ins Auge gefallen, ein lilaner Ausdauermod. Der Ausdauerwert von 189 ist jetzt nicht das Entscheidende, aber im Gegensatz zu The Division 2 wird Schaden gegen Elite im ersten Teil immer noch eine Rolle spielen. Und hier haben wir plus 4% Schaden gegen Elite, das ist der höchste Wert, den man auf einem Mod haben kann. Und gleichzeitig für alle, die es nicht wissen oder bereits vergessen haben, plus 4% Schaden gegen Elite gibt es nur auf lilanen Mods und die sind sehr, sehr selten. Deswegen hier zuschlagen. Weiter geht's. Wir kommen ins Postamt. Na, dürfte jeder kennen, deswegen auch nur kurz die Einblendung. Und der Händler für fortgeschrittene Waffen hat einen Handstopp Erdbraun für uns mit 29% Nachladetempo. Die 2,5% Stabilität und 4% kritischer Trefferschaden sind noch ganz nette Topics obendrauf. Aber wie gesagt, mir als LMG-Spieler vor allem geht es ganz klar um die fast 30% schnellere Nachladezeit. So, wir kürzen durch den Sicherheitsflügel ab und gehen zum Ausstattungshändler. Und die gute Dame hat einen goldenen Waffenmod für uns. Und dieser Waffenmod hat einen Schusswaffenwert von 260. Die 1% kritische Trefferchance lassen wir jetzt mal beiseite, ist auch so ein Sahnehäubchen obendrauf. Aber 260 Schusswaffen ist schon fast an dem Maximum. Und wenn wir bei 5 möglichen Waffenmods hier mal zusammenrechnen, kommen wir auf plus 1300 Schusswaffen. Das ist doch ganz nett. So, weiter geht's. Wir sind im Safehouse The Ward hier auf der Karte zu sehen. Und hier haben wir auch einen goldenen Leistungsmod und der hat für alle, die wie ich gerne mit den Suchaminen spielen, plus 7% Suchamin-Explosionsradius. Bei 4 möglichen Leistungsmods haben wir gleich mal eine Erhöhung von 28% auf den Explosionsradius. So, zu guter Letzt kommen wir noch zu den Dark Zone Händlern. Wir sind hier in der East 31. Und hier geht es um diesen Sondereinsatztruppen-Handschuh. Der hat einen Gearscore von 273. Da können wir an der Optimierungs- und Verbesserungsstation noch ein bisschen dran arbeiten. Er hat 1168 Schusswaffen und jeweils 205 Elektronik und Ausdauer. Als Talent hat er Scharfsinnig. Mir ging es um die 11% LMG-Schaden und die 7,5% gegnerischen Rüstungsschaden und gleichzeitig hat er noch 8% Fertigkeit Eile. Wie gesagt, mit dem Einsatz von Division Tech, über die wir alle eigentlich jetzt mittlerweile ausreichend verfügen sollten, können wir da einen recht guten Handschuh draus basteln. Und um einen Handschuh geht es auch beim nächsten Darkstone-Händler in der East 42nd Street, hier auf der Karte zu sehen. Und auch hier ein Sondereinsatztruppenhandschuh, ein Gearscore von 277. Hier allerdings 1164 Ausdauer und 205 Elektronik und Schusswaffen. Dann hat er ein sehr, sehr gutes Talent, nämlich Wild, mit 7% erhöhter Crit-Chance gegen Ziele außerhalb der Deckung, 12% LMG-Schaden, 9% Fertigkeit Eile und 5% Lebenspunkte bei Tötung. Da können wir natürlich was anderes draufrollen, aber auch hier Fazit, ein sehr brauchbarer Handschuh. Ja, Freunde, das war also der erste Teil der neuen 2020 Händler Reloaded Playlist für Division 1. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagnachmittag, viel Spaß beim Zocken, guten Loot und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, euer Ü40.